Justus Liebig und die Agrarchemie. Deutschland Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Hallo, liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen. Sie werden heute wenig vermittelt, sie sind für uns aber wichtig. Ich stelle mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor. Ich zeige Ihre Biografien und Ihre Arbeit. Hier ist die Übersicht in alphabetischer Reihenfolge. Eine ausführliche Einleitung und Begründung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Hier geht es jetzt um Justus Liebig und die Fortschritte der Agrarchemie. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Justus Liebig, zunächst zu seiner Biografie. Das Bild zeigt Justus Liebig. Ab 1845 Justus Freiherr von Liebig. Er wurde am 12. Mai 1803 in Darmstadt geboren und er starb am 18. April 1873 in München mit fast 70 Jahren. Justus von Liebig war einer der Begründer der organischen Chemie als exakte Wissenschaft. Er gilt als der Vater der Agrikulturchemie. Liebig bewahrte mit seinem Phosphatdünger unzählige Menschen vor dem Hungertod. Er rettete mit Liebigs Fleischextrakt vielen Kranken das Leben. Johann Justus Liebig wurde als Sohn des Drogisten und Farbhändlers Johann Georg Liebig und seiner Frau Maria Caroline, eine geborene Fuchs, in Darmstadt geboren. Schon früh experimentierte er mit Materialien aus der Werkstatt des Vaters. Das Gymnasium in Darmstadt besuchte er nicht bis zum Ende. Justus Liebig begann eine Apothekerlehre in Heppenheim. Die Apotheke ist hier links im Bild zu sehen. Er brach diese jedoch ab, weil er bei seinen Versuchen mit Knallsilber einen Dachstuhlbrand in der Apotheke verursachte. Immerhin sehen wir, das Dach ist wieder drauf. Zur Erläuterung: Das Silbersalz der Knallsäure ergibt die Pyroeffekte in den Knallerbsen. Nach diesem Desaster kehrte Liebig in die Werkstatt seines Vaters nach Darmstadt zurück. Er bildete sich als Autodidakt in der Bibliothek des Großherzogs weiter. Ab 1819 begann Justus Liebig ein Chemiestudium in Bonn. Er folgte seinem Professor Karl Kastner 1821. Dann an die Universität Erlangen, als dieser wechselte. Hier sehen wir ihn als jungen, schicken Verbindungsstudenten in Erlangen. 1822 promovierte er. Professor Kastner erkannte das Talent von Liebig. Er erwirkte ein Stipendium an der Sorbonne in Paris von 1822 bis 1824. Die Pariser Universität war zu dieser Zeit ein führendes Zentrum der Chemie. Justus Liebig lernte in Paris unseren berühmten Universalgelehrten Alexander von Humboldt, siehe Kapitel 31, kennen. Auf dessen Empfehlung hin erhielt der erst 21-jährige Liebig 1824 eine Professur für Chemie in Gießen. Hier werfen wir einen Blick in sein Labor, das heute ein Museum ist. Das Ansehen eines Chemikers war damals gering. Die Apparate, die Mittel und das Gehalt ebenfalls. Chemie galt noch nicht wirklich als exakte Wissenschaft. Der Geruch der Alchemie des Mittelalters haftete noch an ihr. Von 1825 bis 1833 betrieb Justus Liebig zusammen mit anderen Professoren ein privates Institut für Pharmazie. Sie bildeten Chemielehrer und Apothekengehilfen aus und legten Wert auf praktische Versuche. Das Labor wurde spät endlich in die Universität eingegliedert und ab 1839 sogar groß ausgebaut. Hier zeigt das ausgebaute Labor seinen Betrieb vom Anschein her allzu lebhaft. Justus Liebig arbeitete in Gießen ab 1826 mit Friedrich Wöhler zusammen, siehe Kapitel 60. Eine lebenslange Freundschaft verband beide. Justus Liebig führte als Neuerung chemische Experimente in die Vorlesungen ein. Hier ein Blick in sein Arbeitszimmer mit wahrhaft genialischer Unordnung.
Seine Vorlesungen waren beliebt. Gießen wurde zum Mekka für Chemie und Pharmazie, auch für viele Engländer und Amerikaner. Liebig hatte bedeutende deutsche und angelsächsische Schüler, die seine Multiplikatoren wurden. Als Beispiel von vielen sei genannt der Arzt und Chemiker Johann Joseph von Scherer, 1814 bis 1869. Er wurde in Würzburg zum Mitbegründer der klinischen Chemie. 1832 entstand aus dem privaten Pharmazielabor heraus die berühmte Zeitschrift Liebigs Annalen der Chemie. Sie behielt diesen respektierten Namen 160 Jahre bei. Erst 1997 wurde sie in eine europäische Chemiezeitschrift umgewandelt. Justus Liebig wandte sich ab 1841 auch an interessierte Laien mit den sogenannten chemischen Briefen, die Wissenschaft populär vermittelten. Liebig erhielt Ehrungen und zahlreiche Berufungsangebote, die er zunächst alle ablehnte. 1845 wurde er zum Freiherrn geadelt, hier ein dazu passendes Ölgemälde. Justus von Liebig nahm 1852 schließlich doch eine Berufung des bayerischen Königs Maximilian II. Nach München an. Ein neues chemisches Institut und daneben ein Wohnhaus wurden eigens für ihn gebaut. Hier konnte er etwas weniger Vorlesungen halten und hatte mehr Zeit für die Forschung. Wir sehen, dass seine Chemikerfreunde ihn auch hier in München besuchten. Justus von Liebig wurde 1859 zum Präsidenten der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ernannt und 1870 zum Ehrenbürger der Stadt München. Justus von Liebig starb am 8. April 1873 mit fast 70 Jahren in München an einer Lungenentzündung. Er ist in dieser Grabanlage in München beigesetzt. Eine Ergänzung zum Familienleben. Liebig heiratete 1826 in Darmstadt Henriette Moldenhauer. Sie hatten 5 Kinder, darunter bekannte Mediziner und Agrarwissenschaftler. Zu ihren Nachkommen gehören neben vielen anderen der Genetiker und Nobelpreisträger Max Delbrück 1906 bis 1981 und auch der bekannte Sportler Lutz Long 1913 bis 1943. Noch ein Wort zu den Würdigungen. Bereits zu Lebzeiten erhielt Justus von Liebig in Deutschland und der Welt hohe Anerkennung und zahlreiche Ehrungen. Nach seinem Tod entstanden eindrucksvolle Denkmäler wie hier in München. Unzählige Namensgebungen von Straßen und Schulen kamen hinzu. 3 chemische Vereinigungen stifteten wissenschaftliche Preise. Die Gießener Universität wurde 1946 nach ihm umbenannt. Ein Mondkrater und ein Asteroid wurden nach ihm benannt, auch eine Pflanzengattung und ein Mineral, der sogenannte Liebigit. Justus Liebig, nun zu seinem Werk und dessen Wirkung. Justus Liebig begann seine wissenschaftliche Tätigkeit in Gießen mit der Untersuchung von hessischen und bayerischen Heilquellen und deren Nutzbarmachung für die Salzgewinnung. Dabei erwiesen sich die bisherigen Analysemethoden als langwierig und zu ungenau. In jahrelangen Versuchen verbesserte er die Analyse von Elementen. Er entwickelte 1831 den hier gezeigten sogenannten Fünf-Kugel-Apparat. Mit ihm konnten Analysen beschleunigt und verbessert werden. Der Gehalt an Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff konnte aus einer organischen Probe mit demselben Apparat genau bestimmt werden. Justus von Liebig begründete mit hunderten Analysen von Pflanzen, Tieren und ihren Produkten durch diesen Fünf-Kugel-Apparat praktisch die organische Chemie. Justus Liebig entdeckte 1831 zeitgleich mit 2 anderen Forschern das Chloroform. Ein chlorierter Kohlenwasserstoff und später das Chloral, ein Grundstoff für Pestizide. Das Chloroform wurde 20 Jahre später als erstes Narkotikum eingesetzt. Die sensationssuchende Presse stellt dies hier mit einem fantasievollen Bild des schottischen Arztes und Geburtshelfers
James Young Simpson dar, der das Mittel als erster zur Schmerzlinderung einsetzte. Justus Liebig entwickelte zusammen mit Friedrich Wöhler die Theorie der Isomerie. Unsere Hände können zur Veranschaulichung herangezogen werden, sie sind nicht identisch, ähneln sich aber wie Spiegelbilder. Isomerie ist die Feststellung, dass zwei Stoffe oder Verbindungen bei gleicher Molekülmasse und gleicher Zusammensetzung von Elementen doch unterschiedliche Molekülstrukturen und dadurch sehr unterschiedliche Eigenschaften haben können. Solche Isomere oder als ein Sonderfall die Enantiomere wirken trotz ihrer großen Ähnlichkeit oft sehr verschieden in Pharmakologie und Medizin. Das kann gefährlich werden. Nun zu einem anderen, großen Thema in Liebigs Leben. Zur Zeit von Justus von Liebig bestanden zeitweise verheerende Hungersnöte. Er selbst hatte 1816 das Jahr ohne Sommer miterlebt, mit der schweren Hungersnot auf der Nordhalbkugel durch einen Kälteeinbruch und das Absterben von Nahrungspflanzen. Anfangs wusste niemand in Europa die Ursache. Die katastrophale Klimaveränderung war die Folge des stärksten in geschichtlicher Zeit beobachteten Vulkanausbruchs 1815. Der Mount Tambora im fernen Indonesien flog in die Luft. Man sieht hier die riesige Caldera, den Vulkankrater, heute im Vergleich zum Vesuv. Der Vesuv ist immerhin Europas größter aktiver Vulkan. Justus von Liebig schrieb mehrere weltweit beachtete Lehrbücher. Er legte damit die Grundlagen für die Agrikulturchemie. Er befasste sich intensiv und experimentell mit der Physiologie von Tieren und Pflanzen. In dieser frühen Anfangszeit war manches nur teilweise richtig oder sogar falsch. Selbst solche Thesen hatten auf andere Wissenschaftler aber dennoch anregenden Einfluss. Sie wurden später von Liebig dann auch korrigiert. Die Pflanzen wurden bis 1840 mit Chilesalpeter aus Südamerika gedüngt. Dieser bestand aus Guano, also natürlichen Massenablagerungen von Vogelexkrementen. Hier sieht man den Transport, nachdem er industriell abgebaut wurde. Wir sehen hier im Schema den natürlichen Kreislauf des Stickstoffs zwischen Luft und Boden ohne zusätzliche Düngung. Justus von Liebig propagierte als Alternative zum Guano-Dünger eine Mineraldüngung mit Stickstoff, Phosphaten und Kalium. Viele Experimente mit Versuch und Irrtum waren dem vorausgegangen. Diese sogenannten essentiellen Pflanzennährstoffe sollen den Ertrag steigern. Das Ergebnis der Versuche war 1846 ein künstlicher, wasserlöslicher Phosphatdünger in Form kleiner Salzkörnchen, der von den Wurzeln der Pflanzen aufgenommen wird. Justus von Liebig entwickelte diesen Mineralsalzdünger als auswaschbares Superphosphat mit seinen englischen Schülern Edward Frankland 1825 bis 1899 und James Sheridan Muspratt 1821 bis 1871. Hier im Bild sehen wir ein solches Granulat. Dieser Dünger ist heute noch der weltweit am meisten verwendete Phosphatdünger aus industriell hergestelltem Ammoniak. Er verbesserte die Nahrungsversorgung im 19. Jahrhundert entscheidend und verhinderte damit viele Hungertote. Das nachfolgende Video des ZDF von Terra X stellt sehr schön die Unterschiede dar zwischen organischem Dünger, also Dünger aus Teilen oder Stoffwechselprodukten von Pflanzen und Tieren, der erst von Mikroorganismen aufgeschlossen, also zersetzt werden muss, und künstliche Mineraldünger, also Salze, die vom Wasser ausgewaschen werden. Beide steigern den Pflanzenertrag. Beide müssen vorsichtig und niedrig dosiert werden, um die Umwelt, hier insbesondere die Bodenbakterien und das Grundwasser, nicht unnötig zu belasten. Beim Einsatz des Mineraldüngers sind auch Pausenjahre erforderlich.
Pflanzen brauchen für ihr Wachstum wichtige Nährstoffe. Dazu zählen Stickstoff, Kalium für Wasserhaushalt und Widerstand gegen Krankheiten. Außerdem Calcium, Magnesium, Phosphor und Schwefel für die Pflanzenqualität und den Aufbau von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen. Mit jedem Wachstumsprozess werden dem Boden Nährstoffe entzogen und in den Pflanzen gespeichert. Fehlen Nährstoffe, reagiert die Pflanze direkt darauf. Damit der Boden nicht verarmt, wird gedüngt. Organischer Dünger von Pflanzen und Tieren enthält Nährstoffe in unterschiedlichen Konzentrationen. Diese müssen von Mikroorganismen zersetzt werden, bevor sie von den Pflanzen aufgenommen werden können. Mineraldünger dagegen basiert auf künstlich gewonnenem Ammoniak und enthält Nährstoffe in Form von Salzen. Diese sind wasserlöslich und stehen der Pflanze direkt zur Verfügung. Der Dünger wird industriell hergestellt und seine Nährstoffmenge ist genormt. So lässt sich exakt die Menge ausbringen, die auf die Bedürfnisse der Pflanze abgestimmt ist. Lange Zeit nur mineralisch zu düngen, hat negative Auswirkungen auf die Bodeneigenschaften und die Artenvielfalt. Egal ob organisch oder mineralisch, wird zu viel oder zum falschen Zeitpunkt gedüngt, können die Nährstoffe nicht mehr von Pflanzen oder Boden aufgenommen werden. Die wasserlöslichen Bestandteile wie Nitrate landen langfristig im Grundwasser. Die Überdüngung schadet der Umwelt. Liebigs Minimumgesetz ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger Grundsatz. Eine schöne Veranschaulichung gibt das Gleichnis von Liebigs Fass. Es besagt, dass das Wachstum von Pflanzen nicht durch alle Nährstoffe insgesamt bestimmt wird, sondern durch die knappste Ressource, also durch Nährstoffe wie Kohlenstoff oder Stickstoff und Kalium, aber auch durch Wasser und Licht. Die zusätzliche Gabe anderer Substanzen, zum Beispiel bei der Düngung, führt zu keiner Verbesserung, sondern zur Verschwendung. Dieser grundlegende Zusammenhang wurde ursprünglich von dem deutschen Agrarwissenschaftler Philipp Karl Sprengel, geboren 1787 in Schillerslage bei Hannover und gestorben 1859 in Stettin, entdeckt. Er wurde aber von Liebig erweitert und populär gemacht. 1852 erkrankte die Tochter von Liebigs Freund James Muspratt in seinem Haus in München an Cholera. Sie konnte keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen und vielen Cholera-Kranken wurde und wird das zum Verhängnis. Justus von Liebig kam auf die Idee, ein Fleischinfusum zu entwickeln. Liebigs Fleischextrakt entwickelte sich daraus, es handelte sich um eine Paste aus Muskelfleisch von Rindern, die nach mehrfachem Kochen und Filtrieren hochkonzentriert ist und zusammen mit Wasser Schwerkranken zur Kräftigung gegeben werden kann. Nach zögerlichem Start in Deutschland gab Liebig 1862 die Lizenz an den deutschen Ingenieur Georg Christian Giebert. Dieser baute eine Großproduktion in Uruguay auf, aus dem bisher ungenutzten Muskelfleisch der dortigen riesigen Rinderherden. Er hatte weltweiten Erfolg. Das dazugehörige Denkmal hier im Bild zeigt den Stolz der Firma. Das Fleisch dieser Rinder wurde vorher in Südamerika kaum verwertet, sondern lediglich ihre Häute für die Lederindustrie oder ihr Fell. Justus von Liebig wollte den Fleischextrakt eigentlich für die ärmeren Schichten einführen. Der hohe Herstellungspreis ließ das aber nicht zu. Der Fleischextrakt wurde dann zum Bestandteil der militärischen Ernährung auf beiden Seiten bis in den Ersten Weltkrieg. Die Liebig's Extract of Meat Company in London vermarktete den Fleischextrakt und machte seinen Namen weltweit bekannt. Einen wahren Kultstatus erlangten die beigelegten, allgemeinbildenden Liebig-Sammelbilder. Ein schönes, typisches Beispiel zeigt dieses italienische Bild. In vielen Ländern wurden bis 1975 insgesamt 7000 Serien herausgebracht. Für schlecht ernährte Säuglinge aus armen Familien entwickelte Liebig zusätzlich eine Suppe für Säuglinge als frühen Vorläufer der heutigen Babynahrung. Die Ernährung im 19. Jahrhundert mit der wachsenden großstädtischen Bevölkerung in ganz Europa
wäre unmöglich gewesen ohne die Liebig'schen Erkenntnisse der Agrikulturchemie. Liebig's erste Werke wurden 1840 von manchen Fachleuten als inkompetent kritisiert und erst 20 Jahre später allgemein anerkannt. In Deutschland zum Beispiel stieg die Agrarproduktion zwischen 1873 und 1913 um 90%. Das war natürlich Folge mehrerer verbesserter Produktionsschritte. Die industriell hergestellten Düngemittel hatten aber wesentlichen Anteil am Erfolg. Die Silberspiegel. Die bisher üblichen Quecksilberspiegel waren giftig. Justus von Liebig bearbeitete Glasflächen mit Silberbeschichtung, um sie zu ersetzen. Die neuen Silberspiegel sahen nicht nur gut aus, wie wir hier sehen, sie waren technisch hochwertig und ungiftig. Die Menschen sind aber träge. Die Silberspiegel setzten sich erst 30 Jahre später durch, nach dem Verbot des Quecksilbers. Das Backpulver. Justus von Liebig entwickelte ein chemisches Gemisch mit Kohlendioxidentwicklung, also ein Triebmittel, mit dessen Hilfe man Brot backen konnte, ohne auf die leicht verderbliche Hefe angewiesen zu sein. Zusammen mit seinem amerikanischen Schüler Eben Norton Horsford 1818 bis 1893 führte dies zum heutigen Backpulver. In Amerika wurde das Baking Powder rasch ein großer finanzieller Erfolg, aber nicht für Liebig. In Deutschland fand das Backpulver ab 1892 weite Verbreitung, weil der Bielefelder Apotheker August Oetker, geboren 1862 in Obernkirchen und gestorben 1918 in Bielefeld, weil er dieses Triebmittel als Bakin portionsweise abpackte, hier im Bild zu sehen. Er gab den Hausfrauen zum Kuchenbacken genaue Rezepte mit. Das war der erfolgreiche Beginn des Dr. Oetker Firmenimperiums. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Allgemeinwissen und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Justus von Liebig, erfinderisch und genial waren und unzähligen Menschen bei Hunger und Krankheit geholfen haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi.